Donners Maske heißt die erste Oper des St. Galler Komponisten David Philipp Hefti, die am 6. Mai am Theater St. Gallen uraufgeführt wird. Wir gehen Annas Maske auf die Spur und besuchen Chefdirigent Otto Tausk und Komponist David Philipp Hefti bei einer Orchesterprobe der Streicher in der Tonhalle. So, wir haben heute mit die Streicher geprobt für Philipp Heftis Annas Maske, diese fantastische neue Oper. Und besonders für Streicher gibt es viele neue Techniken, die wir nicht jeden Tag machen. Ja? Also wir sind gewöhnt, also normalerweise Streichinstrumenten zu spielen mit Bogen und Pizzicati und so weiter. Aber es geht jetzt viel weiter. Wir haben so Pizzicati hinter dem Steg oder wir müssen diese Geräusche machen. Und das ist alles ein bisschen neu und deswegen sind wir so glücklich, dass also der Komponist auch hier ist und wir können alles fragen, was wir wollen. Wir wollen ja alle am selben Strang ziehen und dafür sorgen, dass am 6. Mai, dass es ein großartiger Abend wird. Und natürlich könnte ich fast bei jeder Note aufspringen und was zum Orchester sagen. Aber ich habe in Otto Tausk natürlich einen hervorragenden Dirigenten, der genau in meinem Sinne probt. Also bei einer Uraufführung versuche ich immer, also 100% Advokat von Komponisten zu sein. Also ich versuche die Partitur, also das zu spielen und singen und machen, wie es geschrieben ist. Und dann kommt später vielleicht ein bisschen Interpretation von Dirigent oder von Regisseur oder vielleicht auch von Librettisten oder von die Sänger. Aber erst schauen wir ganz genau, was steht da und wie können wir das am besten spielen, wie es geschrieben ist. Wie fühlt es sich für dich an, zum ersten Mal die eigene Musik live gespielt zu hören? Also das ist wie bei jeder Uraufführung ein ganz überwältigendes Gefühl. Ich habe natürlich die ganze Zeit diese Musik in mir drin oder ich höre das in meinem inneren Ohr. Ich weiß genau, wie das klingt, aber wenn die Klänge dann von außen, also wenn es wirklich körperlich wird, die Musik, es kommt durch meine Ohren rein, das ist einfach jedes Mal ein überwältigendes Gefühl. Und natürlich bei dieser Oper, bei dieser 90-Minuten-Oper, das ist das längste Stück, das größte Stück, das ich jemals komponiert habe, ist es natürlich ganz, ganz besonders. Also wirklich, es ist ein überwältigendes Gefühl. Wie klingt denn eigentlich Annas Maske? Das ist noch schwierig zu sagen. Also wir haben geprobt mit Sänger und mit Klavier. Wir haben jetzt mit Orchester geprobt, aber wir haben noch nicht alles zusammengehört. Und da kommt dazu auch noch ein super schönes Chor. Und Chor ist eine sehr wichtige Stimme in dieser Partitur. Und so, wir haben diese drei Elemente und das muss erstmal zusammenkommen. Und dann können wir sagen, wie es wirklich klingt. Ich habe schon befürchtet, dass so eine Frage kommt. Ich kann das nicht beantworten. Ich bin leider kein Dichter oder kein Schriftsteller. Ich kann nur sagen, in dieser Oper ist die Palette an unterschiedlichen Klängen besonders groß. Also wir haben den reinen Geräuschklang ohne Ton bis hin zum absoluten Wohlklang. Es finden sich ganz bestimmt Klänge, die für mich typisch sind. Gerade die Klänge in der Grauzone zwischen Ton und Geräusch. In feinen Schattierungen, da ist eigentlich die Partitur übersät davon. Meine Harmonien, meine harmonische Sprache ist von A bis Z präsent. Ich spreche da nicht von Dur und Moll, ich verwende immer alle 12 chromatische oder 24 Vierteltöne. Und es gibt da schon typische Klänge, warme und kalte Akkorde. Ich arbeite sehr oft mit, ja, warm und kalt, genau. Es ist wie Dissonanz, Konsonanz, ein bisschen übertragen.